Also das ist typische Art von tschechischer Märchen. Unsere Kinematografie hat immer, fast immer gute Märchen produziert. Und das ist eine gute Produktion. Und für mich ist wichtig bei dieser Produktion, dass ich nicht den Sänger Karel Gott spiele, obwohl ich singe da dieses Lied, habe ich die Gelegenheit, eine andere Person zu spielen. Einen Schmied, der diese Handwerke natürlich auch zeigt. Das muss man schon üben. Ja, dass ich nicht falsche, das muss ich auch treffen. Denn zwei Köpfe hat der Drache, die ihm wehtun, das ist keine feine Sache. Darum lasst uns dieses Lied ihm singen, ihm damit etwas Freude bringen. Au, 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 die Schmerzen, mit ihnen ist freilich nicht zu scherzen. Au, au, armer Drache, hoffentlich kannst du mal wieder lachen. Du bald wieder lachen.